Habe ich die überhaupt richtig rum an? Ja. Weiß man ja auch nicht. Sieht gut aus. Gut siehst du aus. Kannst so bleiben. Kannst immer so aussehen. Mach dir eine Tüte über den Kopf, dann siehst du gut aus. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu einer Challenge und die werde ich nicht ganz alleine machen, sondern du wirst eine Stimme aus dem Off hören. Und zwar hat sich niemand anders als mein Freund bereit erklärt, die Stimme im Off zu sein. Er möchte zwar nicht vor die Kamera, aber wenigstens sitzt er dahinter. Und in dieser Challenge geht es darum, dass er mir Buchcover beschreibt. Ich werde mir die Augen verbinden, sodass ich natürlich nicht sehe, welches Buch er in der Hand hat. Und ich muss dann erraten, um welches Buch es sich handelt. Und ich bin mal gespannt, wie gut oder wie schlecht ich mich dabei anstelle. Er wird natürlich nicht sofort sagen, das Buch ist grün und da ist eine Figur drauf und da steht City of Bones drauf, das ist ja ganz klar. Sondern er soll es so schwierig wie möglich am Anfang machen und so wenige Details wie möglich verraten. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie ich mich dabei schlage. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Also, ich habe jetzt mir schon die Augen verbunden. Er sucht hier gerade noch. Ich sehe wirklich nichts. Und wir haben uns jetzt gerade darauf geeinigt, dass er auch in die Kamera nicht das Buch hält. Sondern erst am Ende, wenn ich es entweder geraten habe oder es halt nicht erraten habe, dann kannst du nämlich mitraten. Also gucken wir mal, ob du vielleicht schneller bist als ich oder, ja. Sehen wir dann, wa? So, wie mache ich das jetzt am besten hier wieder aus? Ich mach das mal. Okay. Wenn ich den Knopf finde. Hast du ihn gefunden? Er hat gerade gesagt, das Blöde ist, dass er ja nur die Buchrücken sieht und nicht das Cover. Ja, das ist wirklich... Den Einband sehe ich. Ja, du siehst nicht das Cover, du siehst den Buchrücken, Hasi, so heißt es. Aber auf dem Rücken, da steht auch der Klappentext drauf. Das stimmt nicht, da steht der Titel drauf. Wie heißt denn der Rücken in meiner Welt? Klappe. Deswegen Klappentext. Die Rückseite halt. Bestimmt auch irgendein speziellen. Deine Namen. Rückseite ist aber der Rücken. Ja, aber beim Buch ist es anders, weil der Rücken, das ist ja sozusagen die Rückseite, die zu uns steht, damit wir das sehen können, wie es heißt. Hier ist noch ein feines. Der Rücken hält es zusammen. Ja. Shiny. Ah, was machst du? Bitte mach's nicht kaputt. Ich hab fast deinen Schnatz getötet. Alter. Das wäre gar nicht gut gewesen. Ich hätte es dir aber verziehen. Denn du bist mein goldener Fang. Du weißt gar nicht, was für ein Kompliment es gerade war. Hm? Der ignoriert mich auch einfach. 30 Punkte für Gryffindor. 300 Milliarden, ey. Der ist hier die Ruhe selbst. Merkst du, ich mache dem die schönste Liebeserklärung. Interessiert den überhaupt gar nicht. Männer. Kannst losgehen, Hasi? So, mein Schatz, pass auf. Okay. Also... Auf dem Cover sieht man das Meer. Mhm. Es ist demnach blau. Mhm. Also kein Fantasy-Meer. Mhm. Man sieht die Wolken. Mhm. Und eine Person, die Richtung Meer läuft. Das Haus am Rande der Klippen von Lucy Clark. Das ist korrekt. Yay! Wow, mega gut. Aber es war auch nicht so schwer. Ich weiß nicht, ob der zoomt. Hältst du es mir vors Gesicht? Man hat es gesehen. Ah, nee. Ja, nimm deine Maske. Das ging schnell. Ja, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Mach weiter. Nummer 2. Oh, ja. Wahrscheinlich relativ einfach. Man sieht wieder einen Menschen auf dem Cover. Mhm. Davon hast du sehr viele Bücher, habe ich gesehen. Mhm. Die läuft über ein Feld. Im Hintergrund sieht man so Berge. Und das, ja. Ein Feld und Berge. Ist es was von Linda Castillo? Ja. Ja, jetzt nur die Frage, welches. Ich kann dir nicht sagen, welches. ist es Ewige Schuld? Wie kommst du darauf? Weil es das letzte war, was ich gelesen habe, glaube ich. Nein, das ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Warte, ich gebe dir noch einen anderen Tipp. Ja. Man sieht so eine Scheune. Ja, das ist halt leider immer so bei Linda Castillo, weil es spielt bei den Amischen. Und es sind halt immer Leute, die auf dem Feld wohnen in der Scheune. Deswegen. Ich sehe immer, dass das Licht halt
dann dunkler wird. Ich habe schon mal gespoilert. Achso. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie die alle nochmal hießen. Also Blutige Stille? Nein. Nee, ich glaube, das ist auch ein dunkles Cover, wa? Sag mal den Anfangsbuchstaben. Ein T. Tödliche irgendwas. Tüte? Ich löse auf. Teuflisches Spiel. Teuflisches Spiel. Boah, krass, ja. This is it. Okay. So, gut, Number 3. Okay. Auf dem Cover sieht man ein rotes Haus. Mhm. Drumherum sind so Tannen. Im Hintergrund sieht man einen großen Berg. Also der muss wirklich groß sein. Es liegt nämlich Schnee drauf. Mhm. Und im Vordergrund ist so ein vermoderter Baum, der so halb im Wasser liegt. Oh. Ein vermoderter Baum, der im Wasser liegt. Und ein rotes Haus. Sieht es aus wie ein Foto? Von Tannen umgeben. Es von könnte Tannen. Ein Foto sein, ja. Boah. Eieiei, ich habe gerade gar keine Ahnung. Ist es ein Thriller? Woher weiß ich das? Steht Thriller drauf? Roman steht drauf, aber mit Spannung. Und vielleicht noch als kleinen Tipp. Ja. Kleinen letzten Tipp. Ist ja wahrscheinlich der entscheidende Tipp. Made in Canada. Made in Canada? Okay. Hä? Warte mal, ich muss mal kurz jetzt überlegen. Made in Canada. Ist es von Chevy Stevens was? Nee, die hat keine roten Dinger da drauf, aber die ist Made in Canada. Es ist was von Chevy Stevens. Aber ich würde sie ja Chevy nennen. Chevy. Aber nennen sie, wie du willst. Oh nein, ich habe sie immer Chevy genannt. Bestimmt, das ist falsch. Und jetzt ich werde wieder gehatet dafür. Also, mit dem Baum. Auf dem Buchrücken steht jedenfalls. Du hast ihn geliebt. Du hast ihm vertraut. Warte mal. Das ist, wie heißt denn das jetzt? Das mit diesem... Mit diesem Haus auf dem Cover? Ja, mit diesem Baum. Ah, ja. Nee, warte mal. Das ist jetzt richtig peinlich. Oh Mann, ich schäme mich richtig. Das ist mit diesem Mann, der dann ins Gefängnis kommt, wa? Oder ist es das mit der Sekte? Guck mal auf den Klappentext. Das ist der Rücken sozusagen, also der Rücken für dich. Ein hübscher Rücken kann auch jetzt. Mann, kacke, wie heißt das? Oh Manu, mir fällt's nicht ein. Nee, hier steht irgendwie, dass es einen gewalttätigen Ehemann genau, gibt. Und der kommt dann ins Gefängnis und dann ist sie mit ihrer Tochter. Genau, sie hat sie dann versteckt vor dem. Genau, und dann kommt er frei. Wie hieß denn das jetzt nochmal? Oh. Mann, ich weiß es nicht. Lol. Okay, deswegen wusstest du auch, dass es Chevy Stevens sein muss. Wen kann er da? Weil auf der Rückseite draufsteht, von der einzigen Kanadierin unter den Top-Spannungsautoren. Nein, weil ich liebe Chevy Stevens und irgendwie dann, als du Kanada meintest, aber wie heißt denn jetzt das Buch? Das ist richtig peinlich. Ich beobachte dich, wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, aber du beobachtest mich auch, mein Freund. Aber das wäre so, als würde mir jetzt nicht einfallen, dass Joanne K. Rowling Harry Potter geschrieben hat. Nee, das wäre noch peinlicher. Voll schwach. Also, das ist das ja Das war voll wirklich schwach. Mann. Aber ich wusste, worum es geht. Das ist ja vielleicht ein halber Punkt oder so. Oh Mann, es hat so gut gestartet und jetzt geht's so schief. So wie immer in meinem Leben. Das ist nicht die Wahrheit. Das stimmt, bei mir ist schön alles. Alles das immer. Das ist auch nicht die Wahrheit. Also, die weiter. Wahrheit. Schnauze. Klappe. Ja, okay. Das nächste Buch sieht auch wieder sehr thrillermäßig aus. Auf dem Cover ist so altes Holz, was so aufgeweicht ist, ein bisschen wahrscheinlich von der Witterung. Man sieht so Risse im Lack. Ja. Auf diesem Holz liegen Kastanienblätter, würde ich behaupten. Mhm. Und die sind schon so leicht angewelkt. Okay. Unter dem Kastanienblatt liegt ein Messer. Dann hast du nur aus dem Schillerregal genommen. Nee, ich bin hier überall quer durch. Da liegt ein Messer unter dem Kastanienblatt. Das kann ja alles sein. Nein. Das stimmt, denn es kann nur ein Buch werden. Mit Blut. Ist ein A noch da drauf geschrieben, auf dieses Holz? Das ist bestimmt Pretty Little Liars. Nee, ist es nicht. Habe ich nämlich gar nicht. Ein A ist aufs Holz geschrieben.
Ist es, nee, das ist es nicht. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, es ist vom Oettinger Verlag. Kann es sein, dass du ein Buch genommen hast von denen, die ich noch nicht gelesen habe? Also ist das aus diesem Regal hier? Das, was neben mir ist hier? Das kann sein. Ach, Ajemine, dann weiß ich bestimmt nicht, wie es heißt. Das sieht, aber es könnte schon mal gelesen worden ja? sein. Oder es ist Gemedimopst. Das kann auch sein. Guck mal, wie süß er ist. Er merkt sich, wo ich das bestelle. Ach, Mann. Oh, ich dachte, ich kann es voll, aber ich kann es nicht. Aus dem Oettinger Verlag. Soll ich dir mal den Autor verraten? Ja. Beziehungsweise ja. Rin. Oder In ist es ja dann. Ja. Antonia Michaelis. Ich hab doch von der aber fast alles gelesen, was ich hier habe. Ben, ist es wohl nicht aus diesem Regal? Oh Gott. Doch, ich habe da auch noch zwei ungelesene, glaube ich, drin. Oder ist es aus diesem Regal? Ist es, Ich habe die hier irgendwo zusammengesammelt, Schatz. Ich weiß nicht, aus welchem Regal es ist. Ach Mann. Du musst die wieder einsetzen. Antonia Michaelis finde ich auch so toll. Mit dem verwelkten Kastanienblatt. 5. 4. Um Gottes Willen. Wie heißt denn das jetzt? Nein. November? Irgendwas mit November? Nein, 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 nein. Du machst mir Druck. Ich kann so nicht arbeiten. 2. Oh. Wie 1. heißt es? Es heißt Nashville. Oh ja, das meinte ich mit September oder November. Auf Deutsch, deutscher Titel, Das Wolfsspiel. Hä? Nashville und Das Wolfsspiel? Oder Das Wolfsspiel. Oh, das habe ich sogar auch schon gelesen. Einmal hier in der Kamera. Ey, krass. Ich bin so schlecht. Ich weiß immer noch nicht, wie es aussieht. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Du hast hier auch ungefähr 1500 Bücher. Na und? Man wird wohl seine Babys nur auseinanderhalten können. Nichts kann ich. Das hier wird, glaube ich, auch sehr schwierig. Oh, ich würde noch ein Erfolgserlebnis. Das wirst du haben. Okay. Das ist das vorletzte Buch, was ich jetzt in der Hand halte. Ja. Und damit das 5. Okay. 1 hatte ich schon, 3 habe ich verkackt. Gut, dass ich 5 zeige, dabei sind es erst 4. Ja, zählen kann ich auch nicht. Okay? Ja? Es ist ein sehr dunkles Cover. Mhm. Wahrscheinlich, ja, es ist wieder ein Thriller, steht auch da. Mhm. Man sieht einen dunklen Wolkenhimmel. Mhm. Dann ist es, naja, unten der Boden, der ist so bläulich. Ja. Fast schwarz. Mhm. Dann sind da, sieht man ein paar Steine. Das Stonehenge-Ritual. Das ist ja, es. Ja, ja, ja. Ich wusste sofort, als du meintest, oben sind Wolken, dass es das ist. Ich bin so glücklich. Oh. Dabei hast du viele Bücher. Ja, ich habe viele Bücher und jetzt habe ich schon 2 erraten. Okay, und das hier, der hat auch sehr gute Chancen, erraten zu werden. Okay, okay, dann hätte ich 3-3, bitte. Das ist schon der erste Tipp. Das bin ich richtig gehört. Was hast du gesagt? Das ist der erste Tipp, dass du gute Chancen hast, das zu erraten. Harry Potter! Und zwar, am Himmel sind dunkle Wolken. es ist nachts. Ja. Man sieht so ein paar Bäumchen, die so nur so als Gestalt sichtbar sind, also so schwarz. Ja. Es muss auch später Herbst sein. Mhm. Der Baum hat nämlich keine Blätter mehr. Ja. Und man sieht noch eine Straße. Es könnte auch so ein Schotterweg sein, so ein Sandweg, mhm. der durch diesen Wald führt. Der Mond scheint sich darin zu reflektieren. Es ist relativ so ein heller Weg, dafür, dass es dunkel ist eigentlich. Ja. Und hast du schon eine Idee? Nee. Du vertraust zu doll auf mich. Und auf der Straße steht ein Mensch, ja? der einen Schatten wirft. Das war es eigentlich. Damit ist das Bild beschrieben. Hä? Was? Ja. Also ein Schotterweg, es sind kahle Bäume, jemand steht auf der Straße und der Mond scheint drauf. Mhm. Ist es ein Mädchen? Das erkennt man nicht. Ist das Cover aber auch so mit so dunkelgrün? So ein bisschen? Nee, es ist eher blau alles. Dunkelblau, schwarz. Ist es von Cornelia Funke was? Nee. Sonst hätte ich jetzt gedacht, vielleicht das Labyrinth des Fauns, aber da ist ja eigentlich auch überhaupt nicht so eine Bäume war. Okay, also
Der Mond scheint. Ist jemand, den ich viel lese? Ja. Hä? Kenn ich nicht. Deswegen habe ich auch gedacht, dass du darauf kommst. Hä? Aber jemand steht und wirft einen Schatten. Im Mondschein. Im Mondschein. Ist es was von Sebastian Fitzek? Nee, da ist ja keiner im Mondschein, oder? Sind Sie sich sicher? Im Mondschein? Hä? Oh, warte mal. Nee, das stimmt nicht. Warte, ich gehe jetzt die durch. Vielleicht geht der Trommelwirbel wieder los. Also, Noah ist es nicht. Da ist eine Hand drauf. Passagier 21 ist es auch nicht. Flugangst 7a ist es auch nicht. Die Therapie habe ich, glaube ich, gerade verliehen. Das andere ist mit einem Cover, also mit, Oh, Mann, gib mal noch einen Tipp, Basi. Da kann man nicht noch mehr Tipps geben, das sind schon alle. Also das Bild ist beschrieben, du kennst den Autor. Hä, welches von ihm ist denn das? Wieso komme ich darauf jetzt nicht? Der Nachtwandler? Nee, das habe ich gar nicht hier, das fand ich nämlich doof. Der Augensammler? Nee, das ist ja auch nicht. Was gibt's denn noch? Schwache Leistung. Ja, ist wirklich eine sehr schwache Leistung. Ich schäme mich auch sehr. Hä? Welches kann... Splitter ist es auch nicht. Abgeschnitten ist es auch nicht. Was gibt's denn noch alles? Der Seelenbrecher? Ist es der Seelenbrecher? Nein. Hä? Mit was für einem Buchstaben fängt es denn an? Mit einem D. Ach nee. Du hast verkackt, Schatz. Ja, ich hab's verkackt, danke. 4 zu 2. Mann, nee, 3 zu... Achso, nee, ja, 3 zu 3. Hä, ich hab gewonnen. Welches ist es denn jetzt? Das Kind. Ja, so, oh, das Einzige, was ich nicht gesagt habe. Oh Mann, ey, das regt mich jetzt richtig auf. Hier, Schatzi, wie soll man denn das was ist denn das eigentlich? War das die ganze Zeit? Ja. Oh, ist voll hell jetzt hier ohne Dings. Und das hier ist das Cover, was du dir nicht vorstellen konntest mit meiner perfekten Bildbeschreibung. Hier, dieses. Oh, oh, es blendet gerade so hart, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja, was ist das? Oh. Mann, ja krass. Ich fand's voll schwer, aber auch, ehrlich gesagt. Ja. Das ist echt nicht so leicht, wie man denkt. Ich dachte, ach ja, kriegst du schon irgendwie hin, aber das waren ja auch alles Bücher, die ich schon gelesen habe. Ich bin jetzt verwirrt, ob ich da hingucken soll oder zu dir. Guck lieber dir an diesen, den, der ist mehr, sozusagen. Oh. Ja, also du kannst ja mal gerne sagen, ob du die Bücher erraten hättest. Vielleicht kennst du die ja auch nicht alle, keine Ahnung. Aber ohne Witz, probier das mal aus mit jemandem zusammen, weil das ist gar nicht mal so einfach. Also das ist echt... Ich wusste aber bei dem ungefähr... Welches... Was wollte ich denn da? Wie heißt denn das Kind? In Nashville? Aber wie komme ich denn auf September? Es gibt doch noch... Oder November. Irgendein Buch heißt doch auch noch irgendwie November oder so. Keine Ahnung. Ja, naja... Blöd gelaufen, aber 2 habe ich erkannt. Vielleicht werde ich noch besser. Ich glaube, wir werden noch einen zweiten Teil irgendwann drehen, weil ich finde das nämlich richtig cool. Es hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn ich es verkackt habe. Hat sie auch Spaß gemacht? Super doll. Hast du noch was zu sagen? War sehr witzig. Und du bist schlecht. Oh, ja, das ist mein Freund. Der ist immer sehr ehrlich zu mir. Sehr nett auch. Ich werde das mal mit ihm mit irgendwas machen, was ihn interessiert. Der muss sich die Augen verbinden und dann werde ich ihm einzelne Propeller von seinem Quadrocopter mal beschreiben oder so. Dann muss er sagen, von welcher Marke oder so. Echt nicht so leicht. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Auch mit der Stimme aus dem Off. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Er hat seinen Hut gezogen. Das hast du jetzt natürlich nicht gesehen, aber ich habe es gesehen. Er hat es so gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao. Mach es aus!